In der Mensch-Computer-Interaktion gibt es eine ganze Bandbreite an verschiedenen Prototyping-Techniken, aber eine Klasse von diesen Techniken, die ist für die Mensch-Computer-Interaktion besonders wichtig, das sind ist die Klasse der Low-Functional Prototypes. Und die ist besonders wichtig, weil wir mit denen Prototypen besonders schnell umsetzen können. Deswegen schauen wir uns die jetzt im Folgenden etwas genauer an. Aber erstmal kann man sich nochmal die Frage stellen, wofür brauchen wir denn eigentlich Prototypen? Und naja, da gibt es halt ganz unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, dass man einfach mit seinen Kollegen, mit dem Designteam kommunizieren kann, verschiedene Ideen kommunizieren kann, Konzepte kommunizieren kann. Ein weiterer Grund ist aber, dass ich das Ganze mit den Nutzern und potenziellen Probanden kommunizieren möchte. Das heißt, irgendwie will ich das testen mit Menschen und wenn ich das tun will, dann brauche ich irgendwas zum Anfassen. Deswegen kann ich diese Prototypen sowohl benutzen, um einfach das anderen Leuten vorzustellen, vielleicht potenziellen Kunden oder Nutzern, als auch die zu nutzen, um Tests durchzuführen mit potenziellen Benutzern. Und die einfachste oder die Basistechnologie, die man benutzen kann, das ist einfach Papier und ein Stift. Damit kann ich schon anfangen, sehr viele verschiedene Designideen zu explorieren, weil das halt einfach das Einfachste ist und das auch jeder zu Hause hat. Das heißt, was ich dann machen kann, ist, ich kann einfach mein Interface, in diesem Fall ein Interface für ein Smartphone, einfach auf Papier aufmalen. Und das eignet sich natürlich offensichtlich erstmal dazu, um anderen Leuten zu sagen, was ist jetzt eigentlich das Konzept dahinter und vielleicht auch, wie ist das grundlegende Design, wie ist meine Anwendung in diesem Fall aufgebaut. Das heißt, Papier eigentlich gut für die Kommunikation mit anderen Menschen in frühen Design-Iterationen. Was man aber auch damit machen kann, ist, man kann das benutzen, um damit tatsächlich auch Nutzertests durchzuführen. Ich kann diese Papierprototypen interaktiv gestalten und die sind dann interaktiv dadurch, natürlich nicht, dass das Papier irgendwie interaktiv wird, sondern dass eine zweite Person, also möglicherweise der Designer oder der die Studie durchführt, diese Interaktivität oder die Funktion simuliert. Der Proband oder der potenzielle Nutzer, der sagt dann, hier würde ich jetzt draufklicken und dann wird ein neuer Screen aufgelegt oder dann wird irgendwie der Screen verändert. Und so kann man auch komplexe Interaktionen im begrenzten Rahmen mit Papier einfach simulieren. Das eignet sich dann schon für Studien. Was man damit schlechter machen kann, ist tatsächlich die Effizienz von Menschen zu testen. Wie effizient kann ein Benutzer jetzt mit meinem Interface interagieren? Weil wir immer noch diese zweite Person haben und das Interface natürlich sofort, also mit der Verzögerung dieses Menschen reagiert. Das heißt, wenn der Computer in Wirklichkeit irgendwas berechnen würde, dann spielt das hier keine Rolle. Aber auf der anderen Seite ist natürlich diese zweite Person, die jetzt die Interaktion simuliert, möglicherweise viel langsamer, als das eigentlich die GUI realisieren würde. Außerdem sind häufig nicht alle Interfaces so ausgestaltet, wie man das tatsächlich tun würde. Und insbesondere sehen die natürlich auch viel einfacher aus. Was man aber gut macht, damit machen kann, ist, man kann das Konzept, das dahinter steckt, untersuchen und auch, wie die Interaktionspfade sind. Versteht der Benutzer, wie die Anwendung insgesamt aufgebaut ist? Weiß er, wie er von A nach B kommt? Und was denkt er über das Konzept? Und wie bei den meisten Prototypen, die jetzt eine geringe Funktionalität aufweisen, weist das jetzt auch eine geringe Fidelity auf. Und deswegen sind hier Probanden viel eher bereit, Kritik zu äußern, als wenn ich einen Prototypen benutze, der vielleicht mehr Fidelity hat. Damit kann ich also dann verschiedene Ideen explorieren und das relativ schnell, weil so ein Papierprototyp halt häufig sehr schnell entwickelbar ist. Ich kann das mit unterschiedlichen Personen kommunizieren, beispielsweise mit den Interface-Designern, die es dann tatsächlich grafisch ausgestalten. Die wissen dann, es gibt diese Screens und so soll die Struktur ungefähr sein. Und jetzt kann ich das tatsächliche Design festlegen und halt frühe Nutzertests, die ich damit durchführen kann. Wenn mir das jetzt zu anstrengend wird, das tatsächlich mit Papier und einem Stift und nichts anderem zu machen, dann will man natürlich anfangen, sich weitere Hilfsmittel zu suchen. Und das Erste oder das Einfachste, was man tun kann, ist, man kann sich Schablonen besorgen. Die erste Schablone wäre natürlich, dass wenn ich jetzt eine App für ein Smartphone entwickeln will, dann würde ich mir erstmal die Schablone für ein Smartphone besorgen. Also ich würde einfach eine
so ein Schwarz-Weiß-Bild von einem Smartphone ohne einen Bildschirminhalt einfach ausdrucken und dann kann ich darauf malen. Dann muss ich mir nicht immer das Smartphone selber malen. Und dann kann ich mir als nächsten Schritt so eine Schablone nehmen und mit dieser Schablone kann ich dann Interface-Elemente im Prinzip immer wieder gleich auf Papier bringen. Und dadurch wird es viel einfacher, als wenn ich das per Hand malen würde und es wird konsistenter vom Aussehen her. Damit mache ich dann immer noch Papierprototypen. Wenn ich das Ganze jetzt noch weiter treiben will und sage, naja, ich möchte eine höhere Fidelity haben, dann kann ich mir überlegen, dass ich das Ganze in einem Werkzeug einsetze, mit dem ich das Ganze mache. Und ein Werkzeug, das die meisten haben, ist eine Präsentationssoftware. Das hier wäre ein Beispiel, wo im Prinzip diese Schablone einfach für PowerPoint benutzbar wird. Ja, das heißt, ich habe in PowerPoint dann diese verschiedenen UI-Elemente und kann die dann in meiner PowerPoint-Folie anordnen. Und damit ist es auch relativ einfach, auch so einfach, dass vielleicht auch ein Designer das sehr einfach benutzen kann. Und ich kann jetzt in PowerPoint einfach meine grafische Oberfläche zusammenbauen und die dann halt natürlich in der Präsentation auch zeigen. Was ich mit PowerPoint auch machen kann, ist, dass ich Interaktivität zu einem ganz geringen Grad vortäuschen kann oder realisieren kann. Was man tun kann, ist, dass man Links in die Folien integriert und die kann man dann anklicken und dann kommt man zu anderen Folien. Das Ganze sieht dann so aus, ich gehe irgendwie auf Einfügen, dann sage ich, ich möchte einen Link einfügen, ich habe jetzt diesen Button ausgewählt und dann kann ich in den nächsten Schritten sagen, ja, wenn dieser Button gedrückt wird, also dieser Link ausgewählt wird, dann gehe auf Folie 2. Und genauso das gleiche könnte ich jetzt auch für den zweiten Button machen und dann will man vielleicht auf Folie 3 gehen. Und jetzt könnte ich auf diesen unterschiedlichen Folien, wo ich da hinspringe, könnte ich natürlich andere UI-Elemente, andere Layouts haben, sodass ich dann im Prinzip die Buttons benutzen kann, um zwischen diesen Screens meine Anwendung hin und her zu springen. Das Ganze kann dann so aussehen, das ist ein ganz einfaches Beispiel, was ich gemacht habe. Wenn ich auf Button 2 drücke, dann komme ich auf Screen 2 und wenn ich auf Button 1 drücke, dann komme ich halt auf Screen 1. Und das Ganze kann man beliebig oft natürlich wiederholen, weil es sind einfach nur Links und ich gehe dann tatsächlich auf diese Folie. Und auf der neuen Folie ist dann wieder ein Button und der hat dann wieder diese Links. Das heißt, mit PowerPoint kann ich sowas machen. Ich kann einfache Interaktionen vortäuschen oder realisieren und dadurch kann das schon hochrealistisch werden, weil die UI kann ich so gestalten, im Prinzip, dass sie genauso aussieht wie ein potenzielles Endprodukt. Und dann setze ich obendrauf noch so ein bisschen was an Interaktion. Wenn mir das jetzt immer noch nicht reicht, weil eigentlich brauche ich noch mehr Funktionalität, dann kann ich anfangen, tatsächlich Werkzeuge zu benutzen, die speziell dafür entworfen wurden, solche Prototypen umzusetzen. Die können dann auch noch mehr, die können auch noch mehr Interaktion. Ich kann damit keine echten Anwendungen schreiben, aber ich kann damit sehr viel machen. Also ich kann tatsächlich einen Text eingeben. Ich kann ein Textfeld haben, da wird tatsächlich Text erscheinen. Und den Text kann ich dann möglicherweise auch an anderen Stellen wieder benutzen. Das heißt, so einen leichten Interaktionslayer, den kann ich damit schon umsetzen und damit kann ich schon relativ viele Prototypen entwickeln. Was auch schön ist, dass viele dieser Werkzeuge, die unterstützen dann auch mobile Endgeräte. Das heißt, ich kann damit dann das Interface von einem Smartphone entwickeln. Und das dann auch tatsächlich auf ein Smartphone bringen. Und dann kann man das in die Hand nehmen und sieht im Prinzip so aus wie eine Smartphone-Anwendung. Und so ein bisschen verhält es sich dann auch so. Das Problem an sowas ist, dass der Aufwand natürlich steigt. Wenn ich Papier benutze, dann kann ich so ein Screen in sehr kurzer Zeit machen. Wenn ich solche Software benutze, dann dauert das Ganze schon deutlich länger. Das heißt, Low-Functional Prototypes haben Vor- und Nachteile, aber die hängen natürlich auch davon ab, was für eine Technik ich jetzt benutze. Also wie viel Fidelity möchte ich denn? Aber generell kann man sagen, und das macht sie eigentlich aus, die haben sehr geringe Funktionalität in sich. Ich kann es dann simulieren, wie bei einem Papierprototypen, wo ein Mensch die Funktionalität übernimmt, oder wie bei PowerPoint, wo ich sowas wie Interaktion vortäuschen kann oder Funktionalität. Aber generell kann ich da relativ wenig Funktionalität in dem Prototypen selbst haben. Typische Ansätze dafür sind dann, wie wir gesehen haben, Papier, Standardsoftware, sowas wie PowerPoint oder auch dedizierte Werkzeuge, die dafür gemacht sind, solche Prototypen umzusetzen. Und das Ziel bei all diesen ist dann,
dass man das relativ schnell tun kann. Und deswegen ist auch der Vorteil, dass der Aufwand sehr gering ist, wenn ich solche Prototypen entwickle. Und das Ganze kann dann die Design-Iteration stark beschleunigen, weil wenn ich jetzt diesen Schritt, diese Gestaltung meines Prototypen, wenn ich die einfach ganz schnell machen kann, dann kann ich auch die anderen Schritte typischerweise schneller machen. Nachteile sind dann natürlich, dass ich nicht alles umsetzen kann. Ich kann in einem Papierprototypen nicht alle Funktionalität haben, die ich vielleicht in einer echten Anwendung gerne ausprobieren würde. Und deswegen stößt es dann an seine Grenzen. Ich kann Effizienz schlecht messen, weil ich immer irgendwie diese Reaktion, das, was der Computer macht, die stimmt halt nie mit dem überein, was der Computer wirklich in der echten Anwendung machen würde. Und möglicherweise kann ich auch nicht alle Funktionalitäten testen und deswegen ist Effizienz halt schwierig zu untersuchen damit. Was auch schwierig ist, ist die Wiederverwertbarkeit. Wenn ich jetzt einen Papierprototypen gemalt habe auf Papier, dann ist es noch möglich, ich kann den noch weiterverwenden, das heißt, ich kann vielleicht Dinge austauschen, nämlich vielleicht das ausradiere oder übermale, aber irgendwann stößt auch das an seine Grenzen. Das heißt, ich kann das natürlich nicht langfristig irgendwie von einem Papierprototypen bis zum Produkt, kann ich nicht immer den gleichen Prototypen weiterentwickeln und irgendwann kommt da ein Produkt raus. Das heißt, irgendwann muss ich das wegschmeißen, irgendwann muss ich davon wegkommen. Und das ist natürlich bei PowerPoint auch so. Wenn ich irgendwas in PowerPoint mache, dann kann ich diese PowerPoint-Folie natürlich nicht in eine Anwendung verwandeln. Das heißt, das sind keine evolutionären Prototypen, sondern das sind immer Wegwerfprototypen. Und dadurch kann man sich natürlich, irgendwie habe ich da ja dann Aufwand verschwendet. Aber habe ich natürlich nicht, weil ich habe es ja genutzt, um mehr darüber zu lernen, wie sollte meine Anwendung funktionieren und wie kann ich das richtig gestalten.